Der offizielle Trainingssportname der Respect SC und United Fighter Professional Martial Arts Institut. Es ist Zeit. 5 Runden im Respect SC Lightweight Title. Ich stelle Ihnen als Erster vor, der Kämpfer auf der schwarzen Ecke. Ist ein Mixed Martial Arts Kämpfer und hält den MMA Kampfrekord von 6-7 und ist ungeschlagen. Er ist 1,74 groß und wurde gewonnen in einem Gewicht von 69,8 Kilo. Der Kämpfer des Schatz MMA aus Belgien. Donovan, Texas, Desmarais! Sangeta, der Kämpfer aus der Gelbwelt, ist ein Mixed-Martial-Arts-Kämpfer und hält einen MMA-Kampfrekord von 9,7 und 1 Runde Schieben. Er ist 1,83 groß und wurde gefunden am Gewicht von 70,0 Kilo. Er kämpft das Team Spirit aus Frankfurt, Prado, Sancha, Siki! Der Kampf geht los. Ist ein typisches Zeichen für den Kampf frei. Runde 1. Und wir Kick zum Kopf. Direkt mit dem linken Bein zum Kopf und getroffen. Jetzt im Rückwärtsgang, Flado. Starker Auftakt. Ja, der kann auch Stand-Up-Bewegung. Oh, der Belgier jetzt direkt in den Clinch übergewechselt. Versucht Flado zum Boden zu bringen und schafft es. Bringt ihn runter in die Side-Mount, kontrolliert ihn relativ eng am Körper, was smart ist. Auch da vermutlich ein Bodenkampf-Background. Sieht so aus. Schlägt zum Kopf. Flado gibt den Rücken. Dreht sich aber nochmal zurück. Und versucht sich die Guard zu holen. Aber der Belgier versucht auch da direkt zu passen. Und die Beinkontrolle durch Flado zu vermeiden. Aber jetzt hat Flado die Full Guard, hat er sie? Er will auch die Full Guard, er will ihn zwippen. Oder? Ja, unser Belgier Freund ist definitiv so, im Boden. Jetzt Overhook auf links. Und Flado kriegt die dominante Position am Boden. Bringt ihn von den Ringseilen zu Boden. Der Belgier bringt sein rechtes Knie zwischen die Körper und kann sich dadurch schon fast die Guard sichern. Kann sich die Guard sichern? Nee, er hat noch nicht, hat eine Butterfly Guard, gut, halbe Butterfly Guard. Für die einen ist eine Butterfly Guard, für die anderen. Jetzt ist eine Half Guard, sind wir einig. Ist eine Beinkontrolle, ne? Genau. So, jetzt ist es allerdings nur eine halbe Beinkontrolle. Wie auch immer die Kids von heute, die Grasrauchenden das nennen. Werden auch noch alle, ne? Rubber Guard und Gedöns. So, jetzt. Hängt der in der Guillotine? Nee, ne? Doch, der da ist eine Kopfkontrolle da, ja. Aber das ist natürlich schwierig, eine Guillotine in der Position durchzuziehen. Ja, wird er nicht schaffen. Zumal er jetzt die Beinkontrolle verliert und Flado ist dafür auch viel zu routiniert, dass das klappen könnte. Aber der Belgier ist auch sehr beweglich in der Hüfte. Er geht jetzt zum Beinheben. Attackiert der Belgier dann das Bein? Ja. Geht wieder hoch zum Double Leg Takedown. Ein schönes Up and Down in diesem Kampf. Knie kommt von Flado zum Kopf des Belgiers. Schöne Wechsel, voller Treffer. Schiebt ihn in die Ringseile über den Schlag zum Kopf. Wieder gute Beinattacke mit links von Flado. Frontkick und weicht den Schlägen des Belgiers geschickt aus. Kick mit rechts. Und Spinning-Kick. Der wird bestraft. Der war zu langsam und zu mau. Clinch-Versuch von Flado, vom Belgier gebrochen durch Schläge. Beide wieder auf Distanz. Kick Belgier zum Kopf nochmal. Im Moment sehr passiv. Ja, Kick zum Aber wie gesagt, diese schnellen Levelwechsel zum Beginn dieser Runde kosten natürlich Kraft und Energie. Beiden auch so ein bisschen jetzt, ne? Sieht man auch. Beide brauchen jetzt erstmal wieder Luft für neue Aktionen.
Jetzt kommt Flado wieder mit dem Knie links. Aber fängt ja auch wieder einer ein, wenn er recht. Ja, weicht aber auch wieder aus. Also ist immer noch. Sehr dynamisch, schöner Kampf, ne? Schöner Kampf. Flado mit der linken. Donovan haut ein Luftloch. Ja. Das war auch sehr im Rückwärtsgang. 4, das Kick. Kick in the Bein. Das Kick. So. Und schweres Knie an das Kinn von Donovan Texas. Oh. Also der Belgier boxt schon gefährlich auch zwischendurch rein, die Konter, ne? Flado im Clinch, jetzt dominant. Flado mit den gelben Handschuhen. Im Clinch dominant gegen den Belgier Donovan Texas, der jetzt schon fast umzukippen scheint. Wenn man da jetzt dran bleibt und da weiter nachtankt, kann es das schon zum vorzeitigen Ende führen. Ja, er dreht ihn durch, kriegt dann. Nein, kriegt nicht durch. Zehn Sekunden, da wird nicht mehr viel passieren. Obwohl der Flado vorbei ist. Obwohl Flado die bessere Position hat, aber die Zeitraum ist zu kurz. Das ist genau. Runde. Aber Flado hat einen sehr offenen Angriff, ne? Hat die Spiegel ein paar Böse eingefangen durch den offenen Angriff. Ja, ne? Ja, also ich meine, so eine lahme Spinning Backkick Nummer kann er nicht bringen. Also das geht schief. Nee, sollte auf jeden Fall schief gehen, ansonsten. Da hat er, glaube ich, das Glück, dass unser Belgier Freund sehr viele Schwinger schlägt und nicht so ganz genau zielt. Ja, wie gesagt, der Belgier, ich habe immer noch das Gefühl, der will mehr in den Bodenkampf. Ja. Er boxt natürlich ganz gut mit, aber viel wild. Flado ist, wie man auf Englisch sagt, well-rounded. Der kämpft unten mit. Der kommt aus der Schmiede von Frank Buczynski. Fertigmacher zur zweiten Runde. GKD-Akademie in Berlin. Auch eine gute Hausadresse. Oh ja, Frank jetzt auch Schwarzgurt bekommen beim Hilti-BJJ-Team. Ja, ich freue mich schon. Wir wollen mal wieder mitgieren. Richtig, richtig gute Kanonen da in Schweden. In Schweden. Ich freue mich auf Fragen. Aber jetzt, wie gesagt, Flado da bei MMA Spirit und auch da offensichtlich nicht Ring 2, Runde 2. In guter Gesellschaft und gut im Training. Macht da weiter, wo er aufgehört hat, im Vorwärtsgang. In Low Kick. Der Stand-Up-Coach von MMA Spirit, Coach Flado. Sehr erfahrener Junge aus Amerika, auch Amerikaner, ne? Hier in meiner Ecke sind, muss man aufpassen, dass das sind. So, Uppercut. Ja. Aber die Deckung oben zu lassen für Flado ist wichtig. Ja. Aber die andere Flado haben nicht mehr ganz die Dynamik in der ersten Runde. Ja, klar, die haben natürlich viel Kraft gelassen. Jetzt kam nochmal der Spinning Backkick. Erstmal geht Flado zurück und der Belgier geht nach vorne. Ah, der Kampf kriegt so ein bisschen die Waage. Ja. Texas fängt das Bein, versucht Flado da auszuheben oder nach vorne zu laufen. Flado kann ja doch das Bein rausreißen. Jetzt im Clinch. Oh, Flado mit groß, weit geöffnetem Mund. Also hat auch schon Sauerstoff nötig. Fängt sich jetzt ein, zwei Hände ein. Ist in der gelben schwere Hände von Texas. Ja. Aber gegen den Körper von Flado. Und jetzt ist Flado dominant. Flado, zwei, drei gute Treffer. Zwei Knie zum Kopf. Das gibt einen Knockout. Aber der
Der Belgier kann das Bein fangen. Blutet aber. Und bringt Flado unter. Das war ein schwerer Treffer. Der hat schwere Treffer kassiert durch die Knie. Noch ein Knie zum Kopf. Flado wieder mit dem linken Knie zum Kopf. Von Donovan. Flado jetzt in der Halfguard. Der Belgier kontrolliert zwar den Kopf, aber das bremst maximal ein bisschen ab. Wenn Flado jetzt dranbleibt nach den schwachen Schwerentreffern, kann er den Sack zumachen. Er ist auf dem Weg in die Backmount. Er hängt jetzt beide bis in den Seilen. Und Kopf zwischen den Seilen. Marco guckt sich das Ganze noch ein bisschen an. Der erfahrene Ringrichter. Hammerfäuste aus der Unterlage gegen den Kopf von Flado. Full Guard. Also Marco hat gewartet, bis er eine sehr kontrollierbare Position von den Beinen hat, um die wieder in die Mitte zu holen. Jawohl, er lässt sie aufstehen und zieht sie in die Mitte oder bringt sie vielmehr verbal in die Mitte. Ja. Während Volker Dietz das ja eher so manuell geregelt hat. Der hat mehr Körpereinsatz. Ja, Herr Volker, der zieht die gerne mal durchs Ring. Also Vlado dreht sich auch schön aus den Beinattacken raus. Sauber. So eine Minute habe ich gerade gehört. Und will Vlado den Kampf hochziehen? Nein, vorbei. Letzte Minute in der zweiten Runde. Was hat er jetzt gerade gesagt? Keine Knie zur Rückseite vom Kopf. Genau. Lässt ihn den Stand hochgehen. Also hat in der Hektik den Kopf, Knie zum Hinterkopf gezogen. Ne? Vlado jetzt mit schweren Treffern an den Kopf von Donovan, Texas, Desmond. Clinch, schwere Knie von Vlado. Vlado bleibt dran und bringt wieder Knie zum Kopf. Die Knie treffen. Wenn er da jetzt am Ball bleibt und noch ein paar Dinger nachlegt, war es das. Vorzeitig zu Ende. Der Kampfrichter bricht zurecht den Kampf ab. Ja. Somit gewinnt Vlado Sikic. Ja, blutet auch sehr stark. Durch Ground and Pound. Die sind aber schon da. Auch sehr wichtig. Der hat jetzt ein paar schwere Knie kassiert. Ja, die waren auch. Vlado hat den Sack dazu gemacht und ich fand es eine richtige Entscheidung, an der Stelle abzubrechen. Auch wenn es 10 Sekunden vor Schluss war. Egal. Aber der war nicht mehr wirklich verteidigungsfähig. Nein. Der ist das schon in die Bank runtergebrochen. Und das war definitiv die richtige Entscheidung. Und ob es dann auch Sinn macht, den auch in der zweiten, in der dritten Runde zu kriegen, weiß ich nicht. Vlado Sikic verdient den Titel. Gewinner verdient. Titelinhaber. Respekt. See. Des Respect Lightweight Titels. Ne, das war nicht Lightweight, ne? Das war. Ein Vorher, guck doch hier, ist doch einfach. Lightweight. Oh, Lightweight. Lightweight. Ja. Da kommen wir jetzt mal nie hin. Ne, das ist so fern von mir. Da weiß ich gar nicht, wie leicht sind die. Meine Damen und Herren, Applaus für beide Kämpfer. 70 Kilo. Ja, ja. 70 Kilo Leichtgewicht. Die 77 waren haben war schon morgen. Nee, sehr faire Geste. Ja, Vlado ist hier das Urteil.
Winner bei TKO und damit Respekt Lightweight Titelträger, die gelbe Ecke Flado Sunshine Tickets. Und der Belgier war ein würdiger Gegner. Hat lange gut mitgehalten.